Jo, meine Leute, in diesem Video nur mal ganz kurz gezeigt, mein Funkkontakt mit den italienischen Astronauten Luca Parmitano an Bord der International Space Station. Ja, ich habe also am Samstagnachmittag, wo ich wusste, dass Luca frei hat und dass die ISS einen super Überflug haben wird, meine Station, die ihr aus den Ares-Kontakten kennt, Link in der Beschreibung, aufgebaut. Und ja, was soll ich sagen, seht es euch selbst an. Im Hintergrund waren ziemlich laute Modellflieger, deswegen versteht man mich im Video ziemlich schlecht. Aber dadurch, dass ich zwei Tonspuren hatte, ist das, relativiert sich das ein bisschen. Also ja, seht es euch an. Hier Radio Zero, ISS, das ist Oscar Echo 5, Kilo Foxtrot Mike, Strobe Portable. Ciao, presto, Fredo. Alter, funkt mit seinen Landsleuten. Italia Zulu 3, Echo Tango Charlie, buongiorno, India Radio Zero ISS. Cambio l'abbraccio, a presto, buona giornata, buona domenica. Italia 3, Giulia Lima Victor, buongiorno, India Romeo Zero ISS. A presto, Italia Kilo 3, Giulia Lima Victor, a presto. Ciao, a presto, ciao Villa Franca. India Radio Zero, ISS, this is Oscar Echo 5, Kilo Foxtrot Mike, Portable. Oscar Echo 5, Kilo Echo Mike, buongiorno, India, good morning. Oh, good morning, this is Oscar Echo 5, Kilo Foxtrot Mike, Howie 5 KFM. It's so great to talk with you. I receiving and record your Ares contact in a different Italian school. And make this on YouTube, and now I'm calling you directly. It's so awesome. Back to you, please. Oscar Echo 5, you're coming very broken right now, but it was a pleasure talking to you. Wow, Leute, wie geil ist das denn bitte? Ich meine, als Kind war ich schon total fasziniert davon, dass man mit vereinten Kräften so eine riesen Raumstation baut und betreibt. Und jetzt hatte ich selber einen persönlichen Kontakt mit einem europäischen Astronauten im Weltraum an Bord der International Space Station. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr auch meint, dass Amateurfunk so ein awesome Hobby ist, gebt dem Video einen Daumen rauf und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Video.